Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Petment. Ja, heute steht was ganz Spannendes vor. Wir wollen in die Ruinen der Abtei und mal schauen, was wir da finden. Ah, ich hoffe nicht. Darüber habe ich letzte Folge noch nicht nachgedacht, aber ich hoffe nicht irgendwie Überbleibsel von Andreas. Oh, Musik, wie tragisch. Mein Gott, das ist erstaunlich. Wie hat das wohl vor dem Brand ausgesehen? Wir haben es gesehen mit Andreas damals. Alles stürzt im Feuer ein. Ich muss vorsichtig über diesen Schutt klettern, um weiterzukommen. Ja, das ist natürlich super mutig und waghalsig, was wir hier machen. Oh Gott, pass auf. Oh, verdammt. Mit Kleid ist auch schwierig, ne? Geht's dir gut, Magdalena? Oh nein, da komme ich nicht mehr hinauf. Wenn ich klettere, könnte es ganz zusammenbrechen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Irgendwie jetzt so diese ganzen Emotionen jetzt dabei. Oh, die Glocke. Die Musik passt sehr gut, möchte ich einmal sagen. Die ganze Stimmung, hui. Von der alten Treppe ist nichts mehr übrig. Hier komme ich nicht weiter. Diese Ranken reichen bis ganz nach oben. Sie sehen stabil genug aus, um mein Gewicht zu tragen. Nun, es gibt keinen anderen Weg hinaus. Dann hoffen wir mal, dass du recht hast und diese Ranken uns wirklich tragen. Dass man so einen Abschnitt klettert mit Ranken, von denen man glaubt, dass sie eintragen. Oh, Magdalena, ne? Du hast mehr Glück als Verstand, ey. Von hier aus kann ich ganz Tassing sehen. Ich frage mich, ob ich die Fundamente der Abtei zusammensetzen und einen Weg zur Bibliothek finden kann. Ich wette, so könnte ich hinunterkommen. Das Dach sieht ziemlich stabil aus. Naja, ich weiß nicht, ob wir vom bloßen Gucken festmachen können, ob etwas stabil ist. Aber es ist schon witzig, dass es quasi zweimal abgebrannt ist. Zeit, dass die nächste Generation darüber baut. Das ist ganz komisch. Wir waren hier so viel mit Andreas. Das ist ein ganz komisches Gefühl gerade. Ich kann das nicht beschreiben. Oh Gott. Ich erinnere mich an den Brand der Bibliothek. Papa hat mir erzählt, dass ich nur ein Baby war, aber ich erinnere mich an die Flammen, die aus den Fenstern loderten. Viele Leute sind schreiend umhergerannt. Ich habe mich in dieser Nacht in den Schlaf geweint. Seitdem habe ich diesen Ort nicht mehr gesehen. Es sieht nicht so aus, als wäre drinnen noch etwas übrig. Eine vergebliche Hoffnung. Nun, Magdalena, wie willst du hier rauskommen?
Diese Rosen scheinen die Abtei zu ihrem Zuhause gemacht zu haben. Ich bin froh, dass hier noch etwas Schönes wächst. Kreuzgang. Ich schaue nur, ob wir hier vielleicht noch irgendwie sonst mit was interagieren können. Ja, okay. Auch die Rosen. Mhm. Na, ich glaube, hier haben wir nicht so wirklich. Okay, also wir müssen in den Kreuzgang. Also wir können auch nicht, wo damals dieses Tiergehege war, können wir nicht hin. Okay. Und das Schlachthaus. Katzen. Ich frage mich, ob es in der Abtei schon immer so viele Katzen gab. Vielleicht kann ich Voicer fragen, woran er sich aus seiner Zeit hier noch erinnert. Kann ich dich jetzt streicheln? Ja, ist denn hier gegen diese... Ja, bedrückte Stimmung. Ich kann das nicht beschreiben. Mein Headman begleitet uns ja jetzt auch schon eine Zeit lang, ne? Dieser Ort ist ein Chaos. Sehr traurig. Kapitelsaal. Was ist das? Die Tür klemmt. Hier komme ich nicht durch. Oh, ein altes Wandbild. Es ist verblichen, aber ich kann immer noch einige der Figuren erkennen. Das sah nicht immer so aus. Da wurde nachträglich draufgemalt. Das sah doch nicht... Das muss ich mit einer alten Folge vergleichen. Das sah nicht immer so... Das sah never ever so... Nein, das hab ich nicht so in Erinnerung. Ich schwöre, das habe ich nicht so in Erinnerung. Jetzt muss ich hier auf meinen eigenen Kanal, hier eben am Handy, das kann ich nicht. Das was? Da wurde doch drüber gemalt. Ein Moment. Pentiment? Abtei? Ja, wo kann ich vielleicht was sehen? Zum Ding. Das sei doch da, hier Mord in der Abtei. Mit dem Thumbnail. Komm, das ist... Ja, da wurde drüber gemalt. Da wurde drüber gemalt. Jo. Ah, okay. Ein Totentanz? Wurde drüber gemalt. Was? Diese Figuren sehen neu aus. Die Farbe ist höchstens ein paar Jahre alt. Es wurde Farbe aus den Dingens geklaut, da von den Nonnen, ein paar Töpfe und sowas. Mhm, jemand hat hier gemalt. Das ist Kaspar. Das ist Kaspar. Das hier. Ihr achtet auf meine Maus, das ist Kaspar. Jemand hat etwas hinzugefügt. Es kann nur jemand sein, der Kaspar kannte. Andreas? Das ist merkwürdig. Wer würde dem Totentanz neue Figuren hinzufügen? Und warum? Eine künstlerische Allegorie auf die Unabwendbarkeit des Todes. Illustrationen zeigen Menschen aus allen Rängen der Gesellschaft, um zu zeigen, dass der Tod unweigerlich jeden holt. Vom Bauern bis zum Kaiser. Kaspar... Diese sehen aus wie Menschen aus der Stadt von hier. Verstorbene. Das ist Baron Rotvogel. Das ist dann vielleicht Frank. Das ist Otto. Kaspar, Andreas.
Das muss der Baron sein. Und das ist Otto. Moment, ist das... Vielleicht kam Kaspar hier nochmal hin? Hier ist jemand. Hallo? Oh, scheiße. Wer seid ihr? Es kann nur jemand sein, der Kaspar und Dingens kannte. Aber Kaspar selber wird es nicht gewesen. Das war Andreas. Prove me wrong, das war Andreas. Weil, das ist übrigens Otto und das ist dann Martin, Bauer. Weil Kaspar weiß, dass Kaspar nicht tot ist. Kaspar weiß, dass Kaspar nicht tot ist. Muss ich jetzt wieder zurück in den Kreuzgang? Muss ich jetzt die Person, die hier rumläuft, suchen? Ich schwöre, es ist Andreas. Wer soll es sonst sein? Aber wie hat Andreas... Nee. Ja, und Andreas kann malen. Die Tür. Wer auch immer mich beobachtet hat, muss sie geöffnet haben. Das gefällt mir nicht. Ich denke, ich habe alles gesehen, was von der Abtei noch übrig ist. Ich will hier raus. Wann hat es angefangen zu schneien? Na, schlauer sind wir jetzt nicht geworden. Schlauer sind wir nicht geworden. Wir müssen noch mit Vater Thomas reden. Einmal wegen der Übersetzung und einmal wegen der Legenden von Tassing. Ich habe ein ganz komisches Gefühl jetzt. Hallo Thomas. Gott segne euch, Magdalene. Gott segne euch, Vater Thomas. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Natürlich, womit kann ich euch helfen? Ich wollte euch zu den Heiligen von Tassing befragen. Sie sollen im Rathaus vertreten sein. Das höre ich mit Begeisterung. Die Heiligen werden ein wunderbares Herzstück für das Wandbild bilden. Nicht als Herzstück, einfach als Teil der Geschichte von Tassing. Natürlich sind unsere Heiligen für mich zentrale Elemente der Geschichte von Tassing und von Kirsau. Aber ihr wisst schon, dass es eine Heilige gibt, die ihr überseht. Nun, die heilige Jungfrau natürlich, Maria. Viele Menschen vergessen, dass Maria die größte Heilige ist. Weil sie Jesus geboren hat. Und sie hat vor Jahrhunderten einen der Bauern hier in Tassing besucht. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sorry, Thomas, aber nein. Ist historisch, ja? Und auch biblisch von mir aus, aber historisch, ja? Maria, Josef, Jesus, es gibt ja, einen historischen Jesus von Nazareth, ja. Die waren nicht so hier in der Deutschlandgegend rum, ne? Judäa, Israel, da so, ne? Weißt du, wir können wegen Römisches Reich und sowas, ne? Wir können auch sagen, die waren in Rom selber. Ja, von mir aus Hauptstadt. Ja, aber, nee, die waren hier ganz bestimmt nicht, ne? Die Jungfrau Maria ist in Tassing erschienen? Warum? Ja, sie hatte anscheinend eine Botschaft. Vor Jahrhunderten hatte ein Bauer auf den Feldern hinter uns drei Visionen von Maria. Ach, Vision, okay, dann geht... Ja, okay. Der ersten sagte sie ihm, er solle dem Bischof von Freising berichten, dass sie erschienen sei.
Der Bauer reiste nach Freising, aber der Bischof wollte ihn weder sehen noch anhören. Der Bauer kehrte nach Tassing zurück und hatte auf dem Feld eine weitere Vision. Die Jungfrau zeigte ihm ein Muster, ein Labyrinth. Sie sagte ihm, er solle es auf ein Blatt aus Birkenrinde zeichnen und die Zeichnung zum Bischof von Freising bringen. Warum hat sie ihm das Labyrinth nicht gleich beim ersten Mal gegeben? Der Bischof wollte den Bauern abweisen, sah dann aber die Zeichnung des Labyrinths in seinen Händen. Es war das gleiche Bild, das der Bischof 3 Nächte zuvor in einem Traum gesehen hatte. Er traf den Bauern, der ihm von den beiden Erscheinungen erzählte, die er hier in Tassing gehabt hatte. Der Bischof war von der Geschichte des Bauern bewegt und kam hierher nach Tassing. Und als der Bischof kam, erschien Maria allen beiden. Sie sagte dem Bauern, dass die Stadt diese Kirche bauen müsse und dem Bischof, er müsse die Stadt unterstützen. War die Stadt so arm, dass sie sie nicht alleine hätten bauen können? Oh, das weiß ich nicht, aber die Unterstützung des Bischofs hat das Ganze bestimmt enorm erleichtert. Ja, okay, das kann man definitiv sagen, ja, okay. Und so half der Bischof bei der Finanzierung dieser Kirche. Seitdem wird sie von den Menschen in Tassing besucht. Ihr stammt nicht aus Tassing, wo habt ihr die Geschichte gehört? Das stimmt. Die Leute haben sie mir nach meiner Ankunft erzählt. Und der frühere Priester hatte es ihnen erzählt, als sie Kinder waren. Und so weiter und so fort. Der Priester und die Herde haben gemeinsam die Verantwortung übernommen, die Geschichte über die Jahrhunderte weiterzutragen. Danke für die Geschichte, Vater Thomas. Habe ich euch überzeugt, die Heiligen an prominenter Stelle in das Wandbild aufzunehmen? Ich denke noch darüber nach. Nun, wenn euch Nachdenken nicht weiterbringt, werdet ihr vielleicht feststellen, dass das Gebet euch mehr Klarheit liefert. Gott segne euch und euer Werk, Magdalene. Gott segne euch, Vater Thomas. Ich muss aber nochmal mit dir reden. Ich sollte ins Rathaus zurückgehen und weiterarbeiten. Nee, hilf mir mal bitte beim Übersetzen. Hallo, Vater Thomas. Hättet ihr einen Moment Zeit? Ja, natürlich, Magdalene. Was ist denn? Nun, ich habe dieses Buch gefunden, aber mein Latein ist nicht sehr gut. Könnt ihr mir helfen, es zu übersetzen? Das ganze Buch? Oh je, so viel Zeit kann ich aktuell von meinen Pflichten nicht erübrigen. Die Weihnachtspredigt steht vor der Tür und ich bin bei den Adventsvorbereitungen im Hintertreffen. Könnte die Sache vielleicht warten? Ich kümmere mich gerne nach den Feierlichkeiten darum. Natürlich, Vater. Danke, Magdalene. Okay. Ja, Historie, Tasse, Sackgasse. Ja. Ja. Toll. Ich werde sie wohl doch nicht als Referenz für das Wandbild verwenden können. Scheiße. Naja. Gut. Dann gehen wir mal ins Rathaus. Arbeiten an dem Wandbild. Sehen wir jetzt schon den ersten Teil? Ich hoffe doch, ne? Ah, dahin. Ah, es verdeckt noch, okay. Okay. Kann ich mich jetzt entscheiden, was ich jetzt hier wähle? Oh Gott. Guten Abend, Magdalene. Guten Abend, Dr. Stolz. Ich sehe, er kommt mit dem Wandbild für die Stadt voran. Ihr habt rasche Fortschritte gemacht. Ich will rechtzeitig für Papa fertig werden. Ihr versteht? Ich gebe mein Bestes, um ihm so viel Zeit wie möglich zu schenken. Der Rest liegt in Gottes Hand. Vielen Dank. Ich weiß es zu würdigen. Natürlich. Nun denn, der Rat würde gerne von euren Fortschritten erfahren.
Ich habe die frühchristliche Geschichte von Tassing recherchiert, nach dem Werdegang der Römer. Wie die Menschen sich in den Ruinen niederließen, wie die Abtei gegründet wurde, warum unsere Heiligen für uns wichtig sind. Es waren sehr viele Informationen, aber ich habe mich für ein Motiv entschieden. Und, was habt ihr gewählt, wenn ich fragen darf? Okay. Ich werde den heiligen Moritz, die heilige Satia und unsere liebe Frau von Labyrinth malen, wie sie die christlichen Siedler empfangen. Ich möchte die Geschichte zeigen, wie sie passiert ist. Ich werde malen, wie Dame Kirsau die Abtei auf dem alten Bergfried gegründet hat. Ja, das klingt gut. Ich werde die Bayern malen, wie sie sich zwischen den römischen Ruinen niederlassen und die christliche Geschichte von Tassing begründen. Ich bleib hier historisch. Das könnte einigen Leuten in der Stadt missfallen. Die Heiligen sind schließlich ein zentraler Bestandteil der Geschichte von Tassing. Ich wäre vorsichtig bei einem Bild wie diesem. Unser Herr ist ein frommer Katholik. Man könnte die Abwesenheit der Heiligen als lutherisch interpretieren. Das ist nicht meine Absicht. Für unseren Herrn ist das vielleicht nicht so eindeutig. Ja, es kann ein schlechtes Licht auf Tassing werfen. Denkt daran, das Wandbild ist für uns alle. Ich denke daran. Das ist gut. Nach diesem Abschnitt wartet immer noch sehr viel Arbeit. Ich weiß noch nicht einmal, wie ich die Revolte darstellen werde. Ah, ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Wandbild andere Schwierigkeiten bereitet als üblich. Es ist seltsam, eine Geschichte zu erzählen, die immer noch in den Herzen so vieler Menschen hier weiterlebt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand darüber reden will. Alle haben die Erinnerungen einfach weggesperrt. Das klingt, als hättet ihr alle Hände voll zu tun. Dann lasse ich euch jetzt mal in Ruhe. Oh, Dr. Stolz. Ja? Habt ihr jemals jemanden bei der Abtei herumlungern sehen? Oder davon gehört? Ich war seit Jahren nicht mehr in der Abtei und nein, ich habe von so etwas noch nie gehört. Warum? Ich habe jemanden gesehen, der mir folgte. Mehrmals. Tut mir leid, das zu hören. Seid ihr nicht vor allzu langer Zeit diesem abscheulichen Förster begegnet? Hallerbrand? Ja. Aber es war keine angenehme Erfahrung. Nun, wenn ihr Bedenken habt, solltet ihr einen der Jungs bitten, euch unterwegs zu begleiten. Ihr müsst eure Sicherheit nicht riskieren. Ihr habt recht. Gute Nacht, Dr. Scholz. Vielleicht fragen wir Ötz wirklich, ob der uns hilft. Gute Nacht, Magdalene. Ja, es ist für Magdalene ist sicherer, wenn wir sollten Ötz fragen, ob der uns Geleitschutz gibt. Jetzt habe ich nur noch den letzten Teil des Wandbilds vor mir. Wie soll ich die Revolte malen? Papa sprach immer davon, dass der Erzdiakon damals der Einzige war, der wirklich Gerechtigkeit wollte. Aber wie hieß er? Der einzige Name, an den ich mich erinnern kann, ist der des Erzdiakons, der nach Tassing kam, als dieser Baron getötet wurde. Jakob Estler. Vielleicht hat er als Erzdiakon einen Bericht über die Revolte verfasst. Ich schreibe ihm und frage. Und natürlich muss ich auch Esther antworten. Ich schreibe ihn heute Abend vor dem Schlafengehen. Ja, und ich gehe jetzt noch nicht schlafen. Ich gehe mal zu Ötz. Es fühlt sich zwar richtig komisch an, aber wir brauchen Geleitschutz. Können wir mit dir reden? Nein. Scheiße. Okay, dann nicht. Und er hat mich schon wieder Max genannt. Na gut, dann schreiben wir jetzt noch eben die Briefe. So. Zack. Also, wo fange ich an? Ich werde dem Erzdiakon Jakob Estler schreiben. Vielleicht kann er mir von der Revolte berichten. Ich werde auch einen Brief an Esther schreiben. Hoffentlich kommt der Kurier noch vor dem Winter über die Pässe. Jakob Estler, ehemaliger Erzdiakon von Freising. Mein Name ist Magdalene Druckerin. Ich bin eine Künstlerin aus Tassing in Oberbayern.
Ich glaube, ihr wart in unserer Gemeinde, als ihr 1518 den Mord an Baron Rotvogel in der Abtei Kiersau untersucht habt. Erinnert ihr euch an irgendetwas von diesem Fall, das die Leute in Tassing vielleicht vergessen haben? Erinnert ihr euch insbesondere an Nachrichten, die jemand geschrieben hat, um den Mörder zu provozieren? In den folgenden Jahren sind in Tassing weitere aufgetaucht, anscheinend Vorboten des Todes. Vielen Dank für jede Hilfe, die ihr gewähren könnt. Magdalene Druckerin. Werte Esther, ich hoffe, es geht dir gut. Du musst wissen, wie unglaublich glücklich ich für dich und Siegmund bin. Und Elisha natürlich auch. Und deinen Eltern. Es wärmt mein Herz, dass es deiner Familie so gut geht. Wenn dieser Brief dich erreicht, wird der Winter Tassing wahrscheinlich schon eingehüllt haben. Nachts friert es bereits, also habe ich die Werkstatt umgestaltet, damit die Tinten nicht schlecht werden. Müsst ihr euch darüber in Prag Sorgen machen? Du hast gesagt, es schneit, aber ich habe mir immer vorgestellt, dass es bei dir im Winter wärmer ist. Papa geht es schlecht, aber zumindest hat er es bequem. Er schläft jetzt mehr, aber Dr. Stolz sagt, das sei eine Folge des kälteren Wetters. Ich tue für ihn, was ich kann, aber dieser Winter bekommt ihm nicht. Ich habe Agnes um Hilfe gebeten, aber die Möglichkeiten von ihr und Dr. Stolz sind begrenzt. Er wird es nicht schaffen und ich kann nichts dagegen unternehmen. Christus, ich habe Angst, Esther. Das Wandbild schreitet gut voran, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jemand folgt. Ich sehe diese Gestalt immer wieder in der Stadt. Nachdem ich die Mine erkundet hatte, um die frühe Geschichte von Tassing zu erforschen, und dann wieder in den Ruinen der Abtei. Wenn es die Person ist, die meinen Vater angegriffen hat, warum folgt sie dann mir? Überaus merkwürdig. Ich bin schon einige Male sehr erschrocken deswegen. Aber ich will dich nicht beunruhigen. Bisher ist mir nichts passiert, also denke ich, dass ich in Sicherheit bin. Die einzige gute Nachricht im Moment lautet, dass das Wandbild fast fertig ist. Es müsste bis Weihnachten fertig sein. Oder kurz danach. Jedenfalls aber vor Neujahr. Dann werde ich vielleicht endlich in der Lage sein, dich zu besuchen und diesen Siegmund kennenzulernen. Wie auch immer, ich fürchte, das wird mein letzter Brief in diesem Jahr sein. Die Reichspost kam bereits zu spät und berichtete von immer mehr Schnee auf den Pässen. Anscheinend steht uns ein harter Winter bevor. Halte dich warm und grüße deine Familie und Siegmund. Alles Liebe. Magda. Ja. Wir können jetzt schlafen gehen. Heißt, wir beenden die Folge. Ich sag's mal kurz so. Oh, scheiße. Da liegt ein Zettel. Nein! Okay, ich wollte sagen, mich interessiert ganz schön, wie es jetzt weitergeht. Und die Pentiment, ja, das Pentiment Let's Play dauert ziemlich, weil auch jede Woche nur eine Folge kommt. Das wird jetzt vielleicht unangenehm, weil ich weiß, es ist anstrengend, so lange zuzuhören. Aber die nächste Folge, die ich aufnehme, wird länger. Stellt euch darauf ein. Damit wir ein bisschen vorankommen, weil ich sag's mal kurz so, ja. Ich habe jetzt hier am 19.06., also beziehungsweise in der Nacht vom 18. auf den 19.06. eine Aufnahmesession gemacht. Ich habe jetzt mit der Folge 4 Folgen aufgenommen. Das sind 4 Wochen quasi. So.
Und, es zieht sich schon. Und ich glaube, man vergisst doch immer eine Menge, wenn so eine Folge nur einmal die Woche kommt. Ich glaube, ihr könnt euch das besser einteilen, wenn ich einfach einmal eine längere Folge mache. Ich glaube, weiß ich nicht, wie gut das hier ist, immer mit diesen kurzen Folgen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben so gerade eben so ein bisschen was gemacht. Wir kriegen mal jedes Mal nur so ein paar Krümmel. So, und deswegen, ich genieße gerade auch diese Aufnahmesession. Also es war jetzt 1 Uhr nachts und ich sollte jetzt wahrscheinlich auch langsam schlafen gehen und die Aufnahmesession beenden. Ich werde aber jetzt noch eine längere Folge aufnehmen. So, ich glaube tatsächlich rückblickend, aber daraus muss ich jetzt lernen, dass bei dieser Art Spiel, ich glaube, es wäre hier besser gewesen, einfach nach Akt zu spielen. Quasi, ich lade einmal, keine Ahnung, Akt 1, Akt 2, Akt 3 hoch. Und dann kann man sich das dann so in Summe angucken. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das hier wirklich so ein Let's Play geeignetes Spiel ist. Das muss ich jetzt mal kurz so ein bisschen reflektieren. Ich meine, ich sehe es ja auch an den Aufrufen und allem. Aber ja, einmal so ein bisschen meine Gedanken. Wenn ihr diese Folge seht, dann wisst ihr, die nächste wird länger. Okay, aber wir müssen jetzt den Zettel uns noch eben anschauen, weil ich kann euch nicht in Ruhe lassen. Ohne einen Zettel, also sonst seid ihr eine ganze Woche lang so, was ist da jetzt los? Was liegt da? Mann, nicht so ein Cliffhanger. So fies will ich jetzt nicht sein. Wie kommt die hierher? Ich hoffe, wir sterben nicht. Das hat Magdalene nicht verdient. Hört auf. Das ist genau wie die Nachricht, die Papa gefunden hat. Soll sie mir Angst einjagen? Ja, sollte sie. Wer ist dafür verantwortlich? Ich habe das Gefühl, dass ich es früher oder später herausfinden werde. Du wirst vielleicht diese Nacht noch erschlagen. Ich muss Papa danach fragen. Das kann kein Zufall sein. Aber er ist so schwach. Ich will ihn nicht aufregen. Ich muss nur auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ich hoffe, es gibt einen richtigen Zeitpunkt. Mm-mm. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Ich will jetzt nicht, dass wir hier in der Nacht sterben. Bitte sag nicht, dass du schläfst. Scheiße. Oh weh, wir sterben jetzt hier in der Nacht, ne? Ich hasse dieses Spiel, ich mach das Let's Play nicht weiter. Ah. Ich lasse noch kurz offen, ob wir sterben oder nicht, ja? Ich wollte die Folge jetzt schon beendet haben, aber... Lass uns nicht sterben, bitte. Vor allem, das kann man Klaus nicht antun. Da kann Klaus jetzt auch dann auch sofort sich ins Afterlife begeben. Okay, wir schlafen durch. Wir schlafen auch ein paar Tage. Wir überleben ein paar Tage. Wir überleben ziemlich lange. Eine ganze Woche. Ah, 2 Wochen? Ja, okay. Frau Druckerin, nur ein Brief für euch heute. Gut, ich beende hier. Ich beende hier. Das wird sonst zu lang. Okay, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir leben. Ah. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer etwas längeren Folge. Ciao, ciao.